Was wir vor einigen Wochen auf unserer Tour durch Frankreich spontan an der Straße fanden, war einfach unglaublich. Mitten in der Nacht tat sich eine riesige verlassene Burg auf. Unheimlicher könnte eine Location nicht sein. Dieses Schloss soll 1600 oder um 1600 rum erbaut worden sein. Mehrere hundert Jahre alt, hat eine unglaublich lange Geschichte. Wir fanden tatsächlich ein offenes Fenster und konnten die komplette Burg von innen erkunden. Und was wir da fanden, war einfach unglaublich. Die Stühle, das Bett, alles ist abgedeckt und wirkt dadurch so ein bisschen wie so, wenn sich Kinder als Gespenst verkleiden, ne? Weil das auch alles so mit weißen Bettlaken ist. Die ganze alte Einrichtung war noch vorhanden, doch alles war mit weißen Tüchern zugedeckt. Die Silhouetten wirkten wie Geister. Eine unfassbar gruselige Erkundung durch eine verlassene Burg irgendwo in Frankreich. Kommt mit uns auf diese unfassbare Zeitreise in die alte Geisterburg. Und wenn Geisteraktivitäten irgendwo sind, dann in so einem alten Schloss wie hier. Egal wo du bist und egal wo du schläfst, mit einer Matratze von meinem heutigen Sponsorpartner Emma schläfst du auf jeden Fall immer angenehm und bist für den Tag fit und ausgeruht. Bei Emma findet ihr einen Haufen verschiedener Matratzen, die hochwertiger nicht sein könnten und auch unterschiedlicher nicht sein können. Alle haben einen Vorteil: durch das Druckentlastungsverfahren passt sich jede Matratze auf dein Körpergewicht an und verspricht so fast ein schwereloses Schlafgefühl. Dadurch hat man selbst hier draußen, in der Natur oder auf einem Lost Place, einen angenehmen Schlaf. 25 cm hoch sind die Matratzen und sorgen durch ihre spezielle Struktur für einen ergonomischen Schlaf. Die Matratze passt sich an deine Schlafposition perfekt an. Die Matratze ist einfach maximal bequem. Ich bin auf jeden Fall überzeugt. Und wenn ihr es noch nicht ganz sein solltet, könnt ihr euch die Matratze einfach bestellen, 100 Nächte lang ausprobieren. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr sagt, boah, ist gar nichts für mich, könnt ihr kostenlos zurücksenden. Ich bin mir aber fast sicher, das ist eine ganz, ganz neue Welt. Die Matratze ist einfach super, super bequem. Übrigens findet ihr bei Emma auf der Webseite nicht nur Matratzen, sondern auch ein Haufen Zubehör zum Schlafen, sowie diese super bequeme Decke oder dieses Kissen, was einfach ist wie im Hotel. Man lässt sich reinfallen. Oh, ich könnte direkt einpennen. Den Link zur Emma-Website findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Wichtig zu erwähnen, es gibt bis zu 50% Rabatt bis zum 30.11. Da könnt ihr nochmal richtig krass sparen. Und mit dem Code Paul gibt es nochmal 5% on top. Und dann habt ihr immer noch die Wahl, nach 100 Nächten das Ding zurückzugeben, wenn es euch nicht gefallen hat. Also was wollt ihr eigentlich mehr? Checkt Emma auf jeden Fall ab. Wie gesagt, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ich mach's mir jetzt hier noch ein bisschen bequem und genieß meine neue Matratze. Danke an Emma für die Unterstützung und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Das hier ist ein wirklich besonderes Video. Wir haben gerade was entdeckt, das müssen wir uns einfach ansehen. Also eigentlich bin ich gefahren und wir wollten zu einem Schlafplatz. Es ist jetzt schon ein Augenblick her. Wir haben ein Chateau gefunden, welches einfach vorübergehend als geschlossen angegeben wird. Und dann habe ich ein bisschen geguckt. Erstmal die Bilder am Tag. Das Ganze sieht so aus am Tag. Es gibt auch noch mehr Fotos, also sieht uralt aus, wirklich richtig, richtig alt. Hier ist noch ein Bild, wo man das Ganze so ein bisschen von weiter weg sieht. Ein riesiges Chateau. Ich finde darüber jetzt gerade keine Informationen, weil hier das Internet so schlecht ist. Aber hier hat jemand geschrieben, vor 2 Monaten Schloss geschlossen und sichtlich verlassen. Besuchertag war am Wochenende, Wartezeit, keine Wartezeit, hat er dann so angegeben bei Google. Vor 4 Jahren ein Überbleibsel der Vergangenheit, das seinen Charme und seine Präsenz bewahrt hat. Renaissance-Landsitz mit bewegter Geschichte steht hier sogar. Wir müssen da hinfahren und uns das Ding angucken, weil vielleicht ist es noch eingerichtet, vielleicht kommen wir rein. Ich habe bisher nur Bilder von außen gesehen. Es ist mitten in der Nacht, eigentlich wollten wir schlafen, wir sind todmüde. Wir fahren da jetzt einfach mal hin. Mal gucken mal, ob wir da irgendwie weiterkommen und wie wir da überhaupt hinkommen. Anspannung, es ist quasi Vollmond, es ist Vollmond. Also perfekte Gruselstimmung, kurz nach 0 Uhr zur Geisterstunde. Da steht es auch ausgeschildert. Ja. Oh, ich sehe es schon. Krass, 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 krass. Boah, der Weg dahin ist ultra gruselig. Man sieht von Weitem tatsächlich direkt ein großes Bauwerk. Also das wird, glaube ich, wirklich richtig krass. Da sind die Mauern, da ist ein Turm. Hier ist die Zufahrt.
Heute haben wir das Glück, dass eh alles relativ hell ist aufgrund des Vollmondes. Und trotzdem ist es extrem erdrückend und unheimlich, hier lang zu fahren. Das ist auch die Zufahrt, die damals wahrscheinlich auch schon die Besitzer genommen haben. Hier geht die Mauer dran entlang. Ich vermute jetzt nicht, dass wir bis ganz aufs Grundstück kommen. Wir parken jetzt hier einfach irgendwo und dann gucken wir mal hier irgendwo am Wegesrand. Okay, steigen wir aus und gucken. Inzwischen ist es auch schon 0.47 Uhr. Puh, ordentlich spät. Auto lassen wir jetzt hier stehen. Hinter uns tatsächlich der Vollmond. Boah, wir stehen eigentlich direkt vorm Schloss oder zumindest vor dem Eingang. Wir haben gerade noch mal ganz kurz gegoogelt. Dieses Schloss soll 1600 oder um 1600 rum erbaut worden sein. Mehrere hundert Jahre alt, hat eine unglaublich lange Geschichte, hat mehrfach den Besitzer gewechselt. Boah, hier sind Fledermäuse überall, ne? Alter, ich muss euch das Schloss zeigen, das ist ganz irre. Sind auch irgendwo komische Geräusche, ne? Ja, hier vorne rechts im Wald. Was ist das? Ich glaube, das sind schlafende Tauben, die so gurren. Klingt aber gruselig, ne? Nee, fliegt hier. Hm? Das fliegt hier rum. Was fliegt hier rum? Das, was das Geräusch macht. Alter, was ist das? Was ist das, Alter? Das klingt wie so ein kleiner Drachen. Was macht denn so ein Geräusch? Also Leute, hier kamen wir gerade den Weg lang gefahren und da ist das Schloss. Der Besitzer hieß zuletzt Viktor S. oder zumindest der bedeutendste Besitzer. Das Dorf wurde sogar nach ihm benannt. Guckt euch das an. Das Ding haben wir gerade spontan gefunden, Harald. Kannst du dir das vorstellen? Das ist absurd. Wir wollten hier irgendwo einen Schlafplatz finden und jetzt sind wir hier mitten in der Nacht bei diesem ultra unheimlichen Schloss. Mit irgendeinem Flugobjekt, was ganz seltsame Geräusche macht. Boah, Alter, das ist echt krass, ne? Hier ist irgendwie so eine große Hecke gezogen. Keine Ahnung, was die Funktion zuletzt war von diesem Grundstück. Das Einzige, was ich euch jetzt vor dem Schloss mal zeige, ist der ehemalige Besitzer. So sah der Typ aus. Der hat hier in diesem Schloss gewohnt. Ist das creepy? Ich meine, damals sahen die Menschen einfach so aus, aber es wirkt unfassbar unheimlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass der hier einfach vor mehreren hundert Jahren mit der Kutsche angefahren kam oder wahrscheinlich gefahren wurde. Und jetzt stehen wir hier. Viktor S. Da hinten, wo es leuchtet, ist das Dorf, was nach ihm benannt wurde. Krass, oder? Ey, das ist so ein verdammtes Horrorschloss, mal ganz ehrlich. Diese kleinen Fenster, das wirkt eher wie eine Burg. Daran sieht man halt, wie verdammt alt dieses Teil ist. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Fenster auf dieser riesen Front. Da oben sind halt noch, da ist ein Erker und zwei Türen. Und da an der Seite ist noch ein weiteres Fenster, aber das war's dann. Und dann haben wir hier noch so einen Anbau mit solchen Rundbögen. Inzwischen ist das alles ziemlich in die Jahre gekommen und keiner hat mehr was draus gemacht. Das Einzige, was man hier noch findet, sind Gasflaschen, eine hohe Decke. Und was ist das hier? Sieht aus wie so ein altes Bett. Ja, ich glaube, das ist ein ganz altes Bett. Ein Schrank steht hier noch. Hier hinten ein ganz alter Schrank. Nein, weißt du, was das ist? Ein Beichtstuhl. Das ist ein Beichtstuhl. Boah, ist das unheimlich. Ernsthaft. Vater, ich möchte eine Beichte ablegen. Aber wo kam jetzt wer hin? Du saßt auf der Seite und der Pater auf der, oder andersrum. Du gehst hier nicht rein, das geht ja gar nicht auf, oder? Doch, das geht auf. Das sind drei Teile. Aber krass, dass das hier steht. Das muss ja auch uralt sein. Da muss möglich. Das ein katholisches Schloss gewesen sein, zumindest die Eigentümer im katholischen Glauben. Aber da mussten die ja eine Kapelle haben. Aber guck mal, von hier aus kann man nochmal gut erkennen, dass da tatsächlich noch so ein Turm dran ist. Ein eckiger Turm. Boah, das ist so krass, das Gebäude, wirklich. So, gehen wir hier über die Wiese, die im Übrigen völlig zugewachsen ist. Man sieht es, wie hoch das Gras hier steht. Irgendwie mal rum ums Schloss, um zu gucken, wo wir reinkommen. Ach, guck mal, was ich hier noch sehe. Siehst du dieses Wappen da über der Tür? Da steht tatsächlich, glaube ich, die Zahl, wann dieses Haus erbaut wurde oder dieses Schloss. 1660. Das, was wir gerade gegoogelt haben. Ist das krass?
Und dieses Wappen da oben eingelassen ist einfach auch von 1660. Alter, ist das alt. Und das ist hier halt auch kein Museum, sondern wirklich einfach ein verlassenes Schloss, welches im Mondschein einfach hier mitten im Nichts ist. Boah, ich hoffe, ihr zu Hause habt irgendwie ein bisschen Licht an oder so. Ansonsten dürftet ihr euch jetzt ordentlich gruseln. Weil das ist hier wirklich, wenn das Feeling rüberkommt, so wie es ist, ich habe Gänsehaut gerade. Weil ich so krass finde gerade. Hier läuft man jetzt irgendwie so ein Zwischengang lang. Ist noch so ein Anbau. Hier geht's jetzt so einen Weg runter. Auf die Rückseite vom Schloss, würde ich meinen. Auch beeindruckend. Das ist wie so eine Festung. Es ist wirklich wie eine Festung. Guck mal, wie bröckelig die Steine da oben auch schon sind. Ne? Weil das so alt ist, das sieht man auf der Kamera gar nicht richtig. Aber ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen. Auch hier hinten kaum Fenster. Das hier war bestimmt alles mal eine Terrasse, ist inzwischen völlig zugewachsen. Und das Krasseste, was wir gerade entdeckt haben, guckt mal hier, hier ist tatsächlich ein Fenster offen. Oh nein, ich habe mir fast gewünscht, es ist nichts offen. Und es scheint sogar eingerichtet zu sein. Aber bevor wir da reingehen, habe ich tatsächlich noch eine andere Sache entdeckt. Es gibt hier tatsächlich noch einen Pool. Die letzten Besitzer hier haben sich anscheinend einen Pool gebaut. Der wird nicht aus 1600 gewesen sein, aber er existiert. Und den sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Hier geht es einfach so zwei, drei Treppenstufen runter. Und dann taucht er hier auf. Es ist sogar noch Wasser drin. Der Pool ist fast so groß wie einen privaten Pool. Ich weiß nicht. Vielleicht hat man hier mal irgendwann so eine Art Horrorhotel draus gemacht. Es muss schon viele, viele Jahre so da liegen. Überall Brombeerbüsche. Kann eigentlich nichts mehr erkennen außer das Schloss. Und so stiegen die zwei, ungeahnt, was darin warten würde, in dieses Schloss hinein. Wie so eine Drei-Fragezeichen-Folge hier. Wenn man hier reinkommt, das wird schon abgestützt, wa? Hey Leute, wir sind in dem Schloss. Das gibt's gar nicht. Guckt euch das an. Das ist eingerichtet. Sau. Wir sind hier dran vorbeigefahren, haben das durch Zufall entdeckt. Auf Maps. Da stand vorübergehend geschlossen. Und jetzt das. Ey, das sieht aus wie in so einem Horrorfilm. An was? Es gibt so einen Film. An was erinnert einen das? Generell so dieser typische amerikanische Horrorfilm. Man kauft sich ein altes, verlassenes Haus, schließt es auf und die ganzen Möbel sind erstmal mit solchen Bettlaken abgedeckt. Klassiker. Gibt's bei ganz vielen Filmen. Ja. Die Stühle... Das Bett, alles ist abgedeckt und wirkt dadurch so ein bisschen wie so, wenn sich Kinder als Gespenst verkleiden, ne? Weil das auch alles so mit weißen Bettlaken ist. Dadurch kannst du die Konturen nur erkennen, du weißt aber nicht 100%ig, was drunter ist. Und das hier war eindeutig ein Schlafzimmer. Hier gab es einen riesen Kamin, einen extrem edlen Schrank aus Holz. Okay, lasst uns weitergehen. Kennt ihr die drei Fragezeichen? Wenn ja, dann wisst ihr... dass viele Drei-Fragezeichen-Folgen auch so ähnlich sind. Die Drei-Fragezeichen und das Horrorschloss. Das würde jetzt hier perfekt passen. Man geht jetzt hier durch so einen kleinen Gang. Als erstes kommt hier ein Badezimmer und dann nochmal ein größerer Raum, wo auch alle Möbel abgedeckt sind. Hier liegen noch so Kinderpuppen rum. Hier riecht es noch nach Wäsche. Hier hängt auch noch ein bisschen Wäsche. Ist so eine kleine Waschmaschine. Das ist einfach so ein Waschraum in so einem Erker-Kerker-artigen Raum. Und dann geht's hier weiter. Boah, im Schein der Taschenlampen wirkt das alles nochmal unheimlicher. Hier ist ein großer goldener Kronleuchter, eine massive uralte Decke mit massiven Holzbalken, wahrscheinlich aus dem Baujahr sogar. Also aus dem, oder dem Baujahrzehnt, das wird ewig gedauert haben, also um 1660 rum. Auch hier sind wieder alle Möbel abgedeckt. Und wisst ihr, was ich meine mit gruselig? Wenn jetzt noch weniger Licht hätte, wäre das noch krasser, weil man dann nur so... Wartet mal, ich mach's mal. Man sieht dann nur so diese Schattierungen, wisst ihr? Und kann sich nur so erahnen, was da drunter ist. Es könnte auch so eine... Das da hinten zum Beispiel könnte so eine hockende Person sein oder so. Mit ein bisschen Fantasie. Aber wir wollen es jetzt auch nicht zu gruselig gestalten. Guck mal hier, noch ein riesiger, massiver Kamin. Dieser Kamin alleine ist von der Größe locker 3x4 Meter oder so. Tja, warum sind die ganzen Möbel abgedeckt? Höchstwahrscheinlich, um sie, weil man wusste, man ist hier länger nicht mehr, zu schützen. Inzwischen sind die Laken teilweise aufgedeckt. Darunter verbirgt sich, das ist halt so eine, ja, so ein großer Esstisch hier, kann man sagen. Das sind so 6 bis 8 Stühle, konnte man wie an so einer Tafelrunde sitzen und speisen. Darüber dieser
riesige Kronleuchter, seidene Vorhänge an den Fenstern, riesige massive Holzschränke, in denen sich auch noch... Okay, so ein paar Sachen sind hier noch. Also Tees vor allem und all so ein Kram. Frühstückssachen. Ich weiß nicht, vielleicht passt das tatsächlich zu diesem Horrorhotel, was ich gerade angesprochen hatte. Das ist doch hier für Besteck, oder nicht? Passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen. Hier ist wieder Unterwäsche in so einem... Ja, das ist Unterwäsche. Ganz klassische Unterwäsche. Und hier so ein Kreuzkettchen. Ich habe da so eine Idee, warum das Ding jetzt seit einigen Jahren ja schon wieder verlassen ist. Weil natürlich sind die Möbel hier nicht von 1660 oder 1700. Das Ding wurde natürlich nachgenutzt und auch immer wieder nachgenutzt. Aber irgendwie hat das Geld gefehlt oder die Besucher haben gefehlt. Ich vermute, dass hier versucht wurde, etwas für die Öffentlichkeit draus zu machen. Vielleicht sollte es ein Museum werden, vielleicht sollten Führungen angeboten werden. Und vielleicht sollte es auch wirklich ein Hotel für Menschen werden, die sich so ein bisschen gruseln wollen und in so einem alten, uralten Schloss mal ein, zwei Nächte verbringen wollten. Weil die Gegend hier drumherum ist auch so eine leichte Tourismusgegend mit Wanderplätzen, Reisebusstellplätzen und so weiter. Deswegen, wir hatten auch gerade einen schönen Stellplatz zum Schlafen rausgesucht, bevor wir dieses Hotel fanden. Ja, vielleicht war es genau sowas. Ich werde nochmal googeln. Vielleicht finde ich nach dem Video zu Hause im Schnitt, sollten wir hier lebendig rauskommen, noch ein bisschen was raus. Aber wir gucken uns jetzt erstmal weiter um. Vielleicht finden wir auch hier noch mehr heraus, auch wenn hier alles auf Französisch ist, weil wir uns hier schon wieder in Frankreich befinden. Im Schrank neben dem Kamin habe ich noch was entdeckt, was tatsächlich recht interessant ist. Hier sind nämlich Fotos von dem Schloss von vor, naja, schon einigen Jahren, würde ich sagen. Diese Karte konnte man hier irgendwie bekommen. Damals war alles gut gepflegt. Die Hecke, die inzwischen Meter hoch ist, ist da noch ganz frisch gewesen. Das, was jetzt alles nur noch hochgewachsenes Gras ist, war damals einfach eine Kies bedeckte Einfahrt, wirkt halt komplett anders und viel, viel freundlicher als jetzt inzwischen. Krass. Hier hinten habe ich noch eine kleine Tür entdeckt. Hier ist einfach ein Badezimmer drin. Richtig luxuriös mit Regendusche und so weiter. Also das wurde hier definitiv nachgenutzt und vor allem renoviert. Aber irgendwie nicht zu Ende renoviert, weil das sieht zwar alles schön und gut aus, aber hier sind noch so Lampen offen, die nicht verputzt wurden und keine so eine Haube drauf haben oder irgendwas, um das schön zu machen. Aber insgesamt wirkt es noch alles so ein bisschen unfertig. Vielleicht hatten die hier tatsächlich Geldprobleme. Hier ist sogar schon einiges an Zeug, hier so Wattestäbchen und so. Das wurde alles privat genutzt. Das sieht jetzt hier wieder weniger nach Hotel aus. Handtücher drin, eine Wärmflasche. Seltsam. Also wieder in dem Hauptraum, vorbei hier an diesen ganzen zugedeckten Möbeln, geht's noch an weitere Räume. Hier ist noch so eine ganz niedrige Tür. Ah, hier ist eine Küche. Und auch die wurde privat genutzt, aber ziemlich sicher. Ist irgendwie alles auch mit Plastik überdeckt, ganz seltsam. Hier ist noch eingelegter Knoblauch. Hier sind Gewürze. Hier drunter sind richtig viele Einmachsachen. Ablaufdatum 2017, also noch gar nicht so unfassbar alt. Irgendwelche Sülze und so weiter, also Vorratssachen. Hier noch einen Champagner, ja, das ist Champagner. Und, passt auf, es ist sogar noch ein kleiner Schluck drin gewesen. Aus Bordeaux. Bordeaux 2015, auch noch nicht so alt. Nee, Wein muss aber mal ein paar Jahre reifen. Also der ist so 2019 um den Dreh dann gekauft worden. Dann gibt es hier noch eine letzte Tür. Hier kommt man jetzt in einen anderen Teil vom Schloss. Hier wurde die Haupteingangstür richtig krass verbarrikadiert. Hier sind einfach so übelste Balken gesetzt worden. Die sind hier an der Treppe festgemacht. Du bist hier schon mal die Treppe hochgegangen. Das ist eine ultra alte Treppe, auf der du dich befindest, ne? Massivholz. Die ist safe aus auch dem Jahr, wo das Ding fertiggestellt wurde. Ja. Holz mit Stein. Treppen auch immer gruselig. Könnte jemand von oben runterkommen? Aus einem Gruselschloss denkt man direkt irgendwie auch dran, ne? Und guck mal, eine Sache. Guck mal, ich drehe mal die Kamera jetzt nach da. So sehe ich das halt auch. Auf einmal da, wo man gerade herkommt, ist alles stockduster. Man leuchtet das aus, alles stockduster. Links, rechts, alles dunkel, wo man hingeht. Nur, dass ihr mal so eine Ahnung habt von der Atmosphäre. Und dazu ist man auch nachtblind durch die Taschenlampe. Ja. Man
Man sieht nichts. Wenn nichts. Jemand hier ohne Licht reinkommt, wir würden nichts mitbekommen. Ich gucke dahin und sehe genauso viel wie ihr jetzt in der Kamera. Das ist halt wirklich, wirklich anders gruselig. Puh. Egal, gucken wir weiter. Bevor wir jetzt hier die Treppe hochgehen, geht's aber hier noch weiter. Hier ist tatsächlich noch ein ganz anderes Chateau ausgestellt auf so einem Plakat. Chateau de Pumartin. Auch krass aus hier mit so einem Bett. Alter. Und dann gibt's hier noch eine... Ach, guck mal hier. Das wirkt doch jetzt komplett wie ein Hotel. Nein. Zimmer 1. Oder Wohnung 1, besser gesagt, weil das ist ja kein einzelnes Zimmer. Auch hier wieder die Türen provisorisch verbarrikadiert. Möbel... auch eher provisorisch abgehangen. Ist halt nochmal so ein Kaminzimmer. Wieder diese horrorfilmartigen Möbel. Wieder so viele Stühle. Ich frage mich, warum hier so viele Stühle überall sind. Großer Glastisch. Das könnte so aus dem Hotel so ein Buffet sein, so ein aufgebautes. Aber von diesen Möbeln, das ist eigentlich so ein typisches Gartenmöbelding. Ja, ja. Ein großer roter Teppich hier auf dem Boden. Hier liegen noch Unterlagen. Vielleicht kann das jemand übersetzen. Ich film's einfach mal so ab. Hier geht es um ein Ensemble, 670.000 Euro. Geht es um den Kauf von diesem Gebäude vielleicht sogar? Vielleicht kann das jemand komplett übersetzen, aber da ist ein extremer Preis. Sogar unten steht am Ende was von hier 900.000 Euro. Vielleicht war das der ehemalige Kaufpreis des Chateaus. Aus den Träumen ist nichts geworden, Traum zerplatzt. So schön dieses Haus auch ist, aber es kümmert sich keiner mehr darum. Hier, boah, krass. Okay, hier ist noch ein richtig altes Bett. Das sieht auch noch ziemlich so aus, wie ich es mir vorstelle, einrichtungsmäßig aus 1700, 1800, sowas um den Dreh. Dazu gibt es hier einen Raum weiter, noch einen Bad. Selbst hier, das finde ich so krass, wurde die Badewanne ursprünglich mit einem Tuch abgedeckt. Wie viele Tücher die hier benutzt haben. Und sogar das Waschbecken. Was soll das denn? Ich meine, das wird doch nicht schlecht, wenn es hier ein paar Jahre so ist. Alles hier wurde mit den weißen Tüchern abgedeckt. Harald? Ja? Bist du bereit für den Keller? Geh jetzt in den Keller. Schiss hab ich. Boah, hier stinkt's. Modrig. Es riecht ultra modrig. So eine Art Kriechkeller hier, ne? Boah, Wahnsinn. Guck mal, hier ist noch so ein Regal mit irgendwelchen... Hier, zum Einmachen. Das ist wie so ein Weinkeller hier. Ja, hier sind doch uralte Weinflaschen. Hier liegen auch noch einige Weinflaschen rum. Ja, alle davon leer. Gut, aus dem Keller. Wieder nach oben. Und dann gleich noch eine Etage höher. Puh, hier sind wieder Fledermäuse, ne? Da hinten. Ja. Alter, ja, es gibt verschiedenste Fledermausarten. Hier scheinen verschiedene drin zu wohnen. Ich kenne mich mit Fledermäusen nicht gut aus, aber ich will die hier nicht ewig stören. Ist dir aufgefallen? Hier ist Zimmer Nummer 4, ne? Mhm, so sieht's hier auch oder aus. Wohnung Nummer 4. Hier sieht es aus wie in so einem Hostel. Hier sind zwei doppelstöckige Hochbetten in dem Raum. Hier ist auf jeden Fall auch ein Kinderbett. Und ein Kinderbild. What the fuck? Hier ist einfach ein ausgedrucktes Bild von einem Kind. Womöglich in diesem Schloss, weil es auch so ein riesen Kamin ist. Das ist alles so eigenartig hier. Hier dann Doppelstockbetten. So ein Viererbett. Wieder alles abgedeckt. Boah, hier riecht's noch nach Waschmittel oder so. Auch das ist alles abgedeckt hier, ne? Hier ein Raum weiter. Wurde vielleicht noch renoviert? Ja, wurde noch renoviert, mit Sicherheit. Guck mal, hier hat man nicht fertig gemacht. Hier sieht man das sogar noch. Hier sieht man diesen Spachtel, wo gearbeitet wurde. Hier haben die angefangen, diese Tapete runterzureißen und haben nach einer Reihe aufgehört. Was ist hier passiert, dass man das so abrupt dann einfach sein hat lassen? Alles noch schnell abgedeckt und weg. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Guck mal hier alleine die Türhöhen. So klein waren die Menschen früher. Würde ich halt locker gegenstoßen. Hier geht's noch den Gang runter. Fenster gibt's hier eins nach draußen. Ein Riesenraum nochmal. Wieder der Kamin. Den gab's unten schon in jedem Raum. Ah, und hier wurde ganz viel gelagert. Guck mal. Matratzen und so weiter. Alles Mögliche zusammengestellt. Hier hat's überhaupt keine Ordnung mehr. Hier geht's noch weiter. Boah, wie verschachtelt, ne? Unfassbar.
Ey, hier geht's noch weiter, Harald. Boah, hier steht noch mal so ein Riesenbett. Und ein Jesuskreuz hängt da am Kamin. Und dieser kleine Stuhl. Richtig unheimlich. Ich denke mir hier gerade so, man müsste hier eigentlich mal mit Geisterjägern wiederkommen. Vielleicht auch mit Leon TV zum Beispiel. Könnt ihr ja mal ihm vielleicht schreiben, ob wir hier gemeinsam nochmal wiederkommen sollen im Dunkeln. Vielleicht eine Overnight machen, weil das ist total krass. Einem läuft hier teilweise so ein kalter Schauer über den Rücken, ohne dass man sich das erklären kann. Das hatte ich jetzt gerade. Ich habe es immer noch. Wenn ich das filmen könnte, würde ich sofort filmen. So ein kalter Schauer, Gänsehaut, obwohl nichts sich eigentlich verändert hat. Aber bei diesem Stuhl gerade und dem Jesuskreuz in dem Raum, boah, habe ich das ganz enorm. Okay, halt, lass uns hier verschwinden, oder? Ja, raus hier. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Und was wir nicht gesehen haben, das sehen wir einfach beim nächsten Mal. Boah, Alter, teilweise bilde ich mir ein, Stimmen zu hören, ne? So halt hier drin. Ganz ehrlich, wenn man an so Spuksachen glaubt, ich bin echt froh, dass wir wenigstens zu zweit sind. Ja. Alleine würde ich es hier nicht aushalten. Mir läuft jetzt schon wieder und ab und an so ein kalter Schauer über den Rücken. Mhm. Auch jetzt, ohne Witz, Haare stellen sich auch so auf. Ich weiß nicht, ob es an der übertriebenen Fantasie liegt, die wir irgendwie beide haben. Aber es ist einfach ein uraltes Haus mit einer uralten Geschichte. Und wenn Geisteraktivitäten irgendwo sind, dann in so einem alten Schloss wie hier. Also raus hier, oder? Wir haben übrigens noch einen anderen Ausgang gefunden, den nutzen wir jetzt. Hier ist nämlich tatsächlich einfach eine Tür offen. Boah, hier ist es viel kälter draußen, ne? Unterschied, ey. Komm, erstmal Richtung Auto. Was ein geisteskrankes Schloss. Was eine Erkundung. Wir machen jetzt hier eine ganz krasse Biege. Nicht, dass der Schlossherr hier noch ankommt. Hey, draußen direkt wieder ein besseres Gefühl mit frischer Luft und so. Da drin ist einfach ein anderes Feeling. Ja, ein letzter Blick zurück. Und wir verschwinden. Inzwischen bin ich schon wieder einige Wochen zu Hause und habe das Video jetzt komplett fertig geschnitten und mir ist aufgefallen, wie gruselig dieser Ort wirklich war. Die ganzen abgedeckten Möbel, dieses uralte Gebäude. Ich frage mich doch tatsächlich, ob wir doch nochmal dahin zurückkommen sollen und dann eine Nacht auf dem Dachboden, den wir bisher noch gar nicht erkundet haben, verbringen sollen. Ich war selbst noch nicht oben, weil wir dann so ein Unbehagen hatten, dass wir direkt wieder raus sind. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. An dieser Stelle ist das Video vorbei. Schreibt eure Meinung zu dem Video, auch wenn es sehr spontan war und wir nicht so viele Aufnahmen machen konnten, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann schon bald zu einem anderen Video wieder. Bis dahin, bleibt frauengesund, euer PG Adventure.